Die grüne Wurst liegt schon auf ihrer Seite. Jetzt holen wir die blaue Wurst, also meinen Wasserkern, und pusten den auch auf und machen den auch sauber. Bonsai! Jo, hi, Niners. Heute ist der 29.03., der 29. März 2013. Es ist Freitag. Es ist Karfreitag, um genau zu sein. Ja, der Tag, der das Fest des Frühlings, das Fest der Tulpen und Narzissen und Krokusse, lustigen Häschen und Lämmer einleitet. Und wir haben das entsprechende Wetter dazu. Ja, es schneit. Und zwar richtig. Da möchte man eher sagen, frohe Weihnachten. Ja, eigentlich hatten wir ja vorher vielleicht am Sonntag und auch am Montag ein bisschen hinten im Garten schon mal weiter klar zu machen. Aber das können wir wohl voll vergessen, weil auch für morgen haben sie Schnee angesagt. Super Sache das. Gut, was machen wir hier? Also wir haben ja hier schon fleißig eingepflanzt gehabt, aber da ist noch nicht wirklich was passiert. Bei unseren Einpflanzungen. Das Einzige, die Kerne bei den Hokkaido-Kürbissen, die haben schon ein bisschen Wasser aufgenommen. Die sind schon dicker geworden. Ja, und der Fenchel. Zwei sind gekommen. Die restlichen, na, warten wir noch ein bisschen, dann legen wir welche nach. Bei den Kohlrabis muss man auch nachlegen. Und er hat die Ahna natürlich, ne, die roten und die weißen verwechselt. Dabei hat sie es extra dran geschrieben. Sie hat selber dran geschrieben. Ja, apropos die Ahna, die ist ein bisschen schnupfig. Aber ich denke mal, dass es hoffentlich nichts Größeres wird an der Erkältung. Ja, ansonsten mache ich einfach mal Frühstück. Und dann kriegen wir unser Wasserbett in den Griff. Vorgestern ist die Heizung gekommen. Yes! So, Freunde der Materie. Wasserschlauch ist am Start. Die dicke grüne Wurst liegt hier noch. Leer ist es. Und tada! Am Donnerstag gekommen. Der Waterbed Heater. We have pipes for water and heater and Boiler. The Rurik AG. Gut. Wollen wir mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Ne? Nicht, dass wir kaputte Scheiß haben. Ey, das finde ich ja echt positiv. Muss ich ja echt mal zugeben. Kalesko. Na gut, dann machen wir das hier mal aufmontieren. Cool, ich das mit einer Hand nicht hinkriege. Tada! Ah, das ist also die lustige Steuereinheit. Das ist das Lustige, was auch immer. Und User Instructions. Und das eigentliche Heizpanel. Ach, das ist der Trafo für das Heizpanel. Cool. Ja, die hat zum Beispiel nicht wie die andere so ein extra Thermometer. Das ist in dem Teil gleich mit integriert. Dinge entwickeln sich ja. So, montiert haben wir es auch. Das Biest. Mal gucken. Okay, drin ist es. Heizung, da blinkt irgendwas Lustiges. Jo, machen wir irgendwas hier volle Hebe. Und ja, definitiv, es wird warm. Sehr warm. Dann können wir es wieder rausziehen. Next up, einbauen. Na super, jetzt kann ich das Gebamsel hier wieder auseinanderdrücken. Ja, durchfädeln war jetzt nicht so das Problem. Es war eher das Problem, hier den Stecker wieder rauszukriegen. Der sitzt da ja echt mördermäßig bombenfest drin. Haben wir geschafft, aber jetzt müssen wir das nochmal zusammen machen und eh wir die Schrauben reindrehen, testen wir die Heizung nochmal, ob sie jetzt nichts abgekriegt hat. Jo, wird nach wie vor heiß. Die Anna die Wurst poliert. Sprich mit Vinylreiniger. Abgerieben.
Naja, und für die Haut ab 40 ist natürlich Eincreme auch wichtig mit Vinyl-Pflegecreme. Anti-Aging-Pflegecreme für Vinyl mit Erkenntnissen aus der Genforschung. Entstauben der Schwimmbadfolie. Ja, die liegt noch nicht so, wie sie liegen soll. Die machen sie erstmal nur sauber, weil die doch über die Monate etwas vollgestaubt ist. Die blaue Wurst, noch Vakuum gesaugt. Endlich! Ein Sarg, zwei Särge. Ja, Sicherheitswanne ist drin, ein Kern liegt, unser Trennkeil liegt auch. Jetzt muss nur die grüne Wurst da rein. Also die Anna schläft ja in der Regel gerne ein bisschen höher, ne? So, eine abenteuerliche Schlauchkonstruktion haben wir auch schon gebaut. Aber wir brechen das erstmal ab und fahren zum lieben Stüng und machen das hier nachher weiter. Ja, ich wünsche fröhliche Ostern. Ist wohl angeblich seit 72 das erste Mal, dass es so lange ist. Ich kann mich da nicht so dran erinnern, ich wüsste es jetzt nicht. Aber dass wirklich Schnee lag. Kürbissamen für meine Mutter. Ja, ist doch ein bisschen später geworden, als wir dachten, weil es ist halt schon duster. Aber quatscht man sich halt so fest beim Stüngen. Jetzt ist es kalt. Ja, Berlin und seine Flughäfen. Sein Flughafen. Flughäfen, wir haben ja mehrere. Naja. Und einer, der nie fertig wird. Die anderthalb. Zweieinhalb, wir haben zweieinhalb Flughäfen. Warum denn zweieinhalb? Schönefeld, Tegel und Schönefeld halb. Schönefeld würde ich ja nur als einen halben zählen. Das ist schon ein ganzer. Der hat schließlich drei Terminals. Aber es macht den Eindruck, als würden sie alle nur von Tegel starten und landen auch. Ja, zu Recht. Also die Frequenz ist hier schon recht hoch. Ja. Das ist ja auch 300% Auslastung. Das ist der best ausgelastete Flughafen. So, nachdem wir uns etwas verquatscht haben, muss ich jetzt noch kurz was für einen Auftrag machen, wo ich angeschrieben wurde. Oh, das sind nur zwei, drei Kleinigkeiten. Und dann geht Projekt Wasserbett weiter. Mehrere hundert Zeilen feinster Code, sogar vernünftig mit JavaDoc kommentiert. Tada! Da sind wir wieder. Da ist die geheime Zutat, nämlich die Erstbefüllung Bubble Stop. Und jetzt müssen wir erstmal unser Schlauchgewirr hier noch geregelt haben. Tja, und wer keine passenden Adapter hat, der muss sich halt was bauen. So, jetzt nehmen wir die mal hier unten in die Badewanne rein. An der Seite müssen wir jetzt noch einen Anschluss basteln, weil man soll ja die gleichzeitig füllen. Deswegen habe ich hier noch so ein lustiges Y-Stück. Nein, ich habe den nicht gerufen. Tada! Jetzt brauchen wir noch den dritten dazu und haben es fest. So, von dem her machen wir jetzt einfach noch unten die Kappe ab, weil die kriegen wir da eh nicht rein. Eins, zwei. Ja, und zwar soll man die gleichmäßig befüllen, damit nicht dann plötzlich der schneller voll ist, quasi zu der offenen Seite rüber drückt. Bei uns, ich meine, durch den Keil in der Mitte wird das wahrscheinlich nicht passieren, aber trotzdem. Weil könnte es halt sein, dass plötzlich zu viel Wasser auf der einen Seite und dann liegen die nicht mittig. Und dann kann es halt sein, dass der verzogen ist, das Wasser nicht halten kann. Und dann haben wir wieder Überschwemmung. So, dann werden wir hinten mal Wasser aufdrehen und hoffen, dass hier vorne nichts passiert. Idealer Wasserweise nehmen wir natürlich warmes Wasser, damit die Heizung nicht so lange arbeiten muss. Drehen wir mal langsam auf, gucken, ob unser Konstrukt hier hält. Also Wasser ist drin. Fühle ich. Ist schwer. Scheint zu funktionieren. Gucken wir mal hinten, ob die Bude schon voll läuft. Okay, da läuft es schon. Das heißt, wir können rübergehen und voll aufdrehen. Und auf der Seite läuft es auch. Ja, der braucht ein bisschen länger, weil der mehr Schlauch hat. Also man muss ja zugeben, das ist eine langweilige Geschichte.
Das Problem ist, da kann ich ja nichts groß dran machen, weil mehr Druck kommt aus der Leitung nicht raus. Na dann, rock die Hütte. Ja, da muss ich noch die Uhrzeit einstellen, das kann ich dann auch gleich mal machen. Snuffy? Halt okay. Macht uns nämlich gerade lecker Abendessen. Rouladen. Rouladen-Schnuffel. Sehen die lecker aus? Ja, die sehen total lecker aus. Aber ich wollte ja mein Handy holen. Sehr cool, dann kommen am Mittwoch. Nächste Woche kommen unsere neuen Schlafzimmermöbel. Unsere Nachttische werden noch ein bisschen dauern. Die haben 6 bis 8 Wochen. Ja. Und dann können wir diesen Raum auch komplett einrichten. Und dann sind wir ziemlich durch. Ich sag mal so, das Holz hier, das werden wir hier erst noch mal eine Weile lagern müssen, weil wir ja unsere nächste Baustelle hier haben. Aber dieses Gitter da, der Lack, der ist ganz schön hartnäckig. Ja, ist schon mehr Wasser reingelaufen. Das Teil funktioniert auch. Uhr ist eingestellt, heizen tut's, wie man sieht. Jetzt überlege ich, ob ich eine Zeitschaltuhr einstelle. Ich überlege da gerade die Für und Wider. Dann sollte ich jetzt mit einem Schlauch weitermachen und jeweils die Seiten individuell anpassen. Schade, jetzt konnte ich da nicht sehen, wie sich die Ahne erhoben hat. So, jetzt kommt hier das Geheime. Ja, da habe ich ein bisschen geplempert. Ist halt ein Wasserbett, da muss Wasser irgendwo sein. So, jetzt hier Bubble Eggs da rein. Gefüllt sind sie erstmal. In meinem haben wir auch schon Conditioner und Bubble Stop drin. Die Anas, da mussten wir, da wo es offen war, nochmal ein bisschen nachflicken, weil da drückte sich aus dem Spalt unter dem Geflickten nochmal Wassertropfen raus. Und der Deal ist, wenn da morgen immer noch Wassertropfen sind, dann gibt es auf jeden Fall, fahren wir gleich los und besorgen einen neuen Wasserkern. Ja, und ansonsten ist es das und dann können wir morgens fertig machen. Können wir eh noch nicht drauf liegen, weil das Ding ist 18 Grad momentan, Wassertemperatur. Das ist scheißkalt, wenn man da drauf schläft. Was sagt denn die Temperatur? Oh ne, 19 sind es schon. Ist immer noch zu kalt zum Schlafen. Gut, apropos Schlafen, ne? Ich sag einfach mal Tschüss, wir sehen uns dann.